Und dann sucht zuletzt den weißen Hasen. Und dort werden wir dann wahrscheinlich im Käfig oder so irgendwas. Das glaube ich nicht. Also ich bin mir relativ sicher mit das mit dem Speisesaal. Ich meine, wir haben ja auch die Karte hier von dem, wie ist der Harry Potter gekriegt. Und das deutet ja alles auf diese. Da sind Feuerböcke. Okay, ich gehe gleich mal runter. Aber ich hätte gedacht, die meinen damit. Die meinen damit, den Speisesaal von Scheint hier Christchurch. jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Weil da haben sie Irgendwann uns will ich mal ja. eine Bibliothek haben. Ja, ich gucke ja dann gleich runter. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen. Lol. Okay, ja, alles gut. Der Kamin scheint ewig nicht mehr benutzt worden zu sein. Aber sie guckt sie sich nur an. Aber rein zufällig kann das nicht sein, dass das so heißt. Ich rauche nicht. Das ist auch besser so. Computer braucht man nicht reingucken, Bücher braucht man nicht angucken. Oh, hier, sowas Großes. Einfach mal mit einsacken. Ich wette, wir haben wieder irgendwo irgendeine Kleinigkeit übersehen. Ich check's bloß, ne? Mal gucken, ob wir den Stealth hier unten irgendwo finden. Aber ich glaube, der hat ja nicht mehr mit uns geredet, jetzt das erste Mal. Die Tür ist abgeschlossen. Sieht wie ein medizinischer ganz. Ja, nee, du sollst ins Hauptlabor hintergehen. Ja, da steht nur vor seinem Computer und das Einzige, was wir machen können, ist der Computer. Und dann auch bloß Den angucken. Computer von Dr. Stiles sollte ich besser nicht anrühren. Er wirkt nicht so, als wäre er besonders nachsichtig. Was könnte jetzt als Kapitelabschluss kommen, wenn nicht die Show mit dem, also der Showdown da im Fitness-Dings, im Fitnessraum? Weil wir haben ja immer zum Kapitelabschluss eine längere Sequenz gekriegt. Und das wäre ja eigentlich das Idealste. Dieses alte Gemäuer ist wirklich cool. Ich wette, dass in dem hinteren Teil des Kellers schon ewig niemand mehr war. Wäre spannend, diesen Bereich mal zu erkunden. Hallo? Hallo. Hier ist halt ohne Schneues, oder? Nee.
Lang wie ein Schornstein. Also hier ist ein Kamin. Aber ich komme an den Feuerböcken halt nicht vorbei. Außer irgendwas stimmt mit den Büchern nicht. Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Irgendwann will ich mal eine Bibliothek haben. Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Aber das Problem, Irgendwann will ich mal eine Bibliothek haben. was ich damit habe, dass es sich um diese Feuerböcke direkt handelt, ist, dass das Rätsel vom Daedalus Club ist. Und wenn der Schreiber des Rätsels sich auf diese Feuerböcke bezieht, würde er behaupten oder würde er ja sagen damit, dass der Style zum Daedalus Club gehört und das dürfen die ja, ne? Weil dann wäre der Rätselschreiber eigentlich in dem Moment der Styles. Weil wir ja auch irgendwo was von den Feuerböcken gehört haben, wo wir dann so eine Assoziation hatten zu Harry Potter, und dann hatten wir ja den Zettel vom Harry Potter noch gekriegt und dass dort Christchurch, der Speisesaal und Pipapo und Tralala und schieß mich tot. Ich verstehe es halt nicht. Der Anbau mit dem Türmchen, ja. Du meinst hier im Hinterhof das Ding. Aber viel werden wir hier drinnen auch nicht finden. Ach, Turm, hier. Okay, dort ist noch eine Statue. Mal gucken, was uns dazu erzählt. Cooler Turm. Ich frage mich, welchen Zweck er hatte. Die Statue gefällt mir. Wenn sie nicht echt wäre, könnte sie aus einem Halloween-Laden stammen. Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Schornstein hier. Das ist ja das nächste Ding. Deswegen dachte ich ja, wenn ich die Bücher angucke, dass wir da eventuell nochmal so ein extra Bild kriegen und dort irgendein Buch bewegen, dass ich da vielleicht nochmal eine Geheimtür auftut, aber selbst bei den Büchern hat sie ja nicht großartig von sich gegeben. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir dort weiterkommen. Ich denke schon, dass es Christchurch da der Speisesaal ist. Ach, mit ihr können wir jetzt auf jeden Fall wieder das Motorrad anklicken. Das Motorrad muss warten, bis ich etwas mehr Geld zusammen habe. Ja, die hat bei beiden Bücherregalen das gleiche gesagt. Ich glaube, das da drunter ist ein Bentley. Nicht schlecht. Die sehen ziemlich alt aus und modrig. Was könnten wir haben, das irgendjemand braucht? Wozu wir diese komische Figur gekriegt haben? Eine Papierfee. Angela hat sie gebastelt. Nein. Welche Leiter? Achso, die hier, nee. Das, womit wir interagieren können, muss die
der Begriff da stehen. Also es gibt jetzt keine versteckten Sachen oder so. Ich meine, wenn wir das wollen, dann kann ich einfach mal Leertaste drücken und dann können wir uns die Bilder ohne Beschriftung angucken. Aber um sie ein bisschen abzukürzen, mache ich ja gleich mit Mitschrift, dass wir sehen, mit was wir interagieren können. Also hier haben wir nichts gefunden. Wozu hat uns die Angela so eine Papierfee gegeben? Das muss doch einen Nutzen haben. Ich meine, das meiste oder fast alles, was wir im Inventar hatten, hat irgendeinen Sinn, einen Wert. Gut, warum wir so eine Zeitung unbedingt mitnehmen, ist dann auch ein Rätsel. Ob wir mit dem Experimentplan irgendwie, dass wir den einfach nur in die Hand nehmen müssen und damit dann. Weil hier steht ja drin, drittes Experiment, Kraftsport, Fitnessraum von St. Edmund Hall. Ich würde mir mal den, weil ob wir jetzt den Schlüssel hier in der Hand halten oder den Experimentplan, das macht ja keinen Unterschied. Dann gehen wir da mal so in den Kraftraum rein. Wir haben eine Münze, die nichts aussagt. Wir haben ein paar Artikel, ein paar Streiche zur Handykartendeckung und das ganze Standardzeug. Das wäre jetzt noch so meine Vermutung. Dass wir jetzt unbedingt hier mit dem Experimentplan reingehen müssen, so nach dem Motto, ja, jetzt sind wir bereit dafür, mach mal los. Oder haben wir im Schwimmsaal irgendwas übersehen? Jemand hat dieses Fitnessgerät. Ja, ich weiß, nicht sauber gemacht. Ah, zweifellos Nachschlagewerke für die besonders intelligenten Vertreter unserer Spezies. Was mich auch noch verwundert, dass wir hier die Lampen noch mal haben zum Anwählen. Die Lampen macht man mit dem Schalter neben der Tür an und aus. Bloß neben der Tür haben wir die Öffnungszeiten und nichts anderes. Ne, da ist kein Schalter zu sehen. Ich habe halt keinen Bock, jedes Mal zum Kapitelende in eine Lösung reinzugucken. Gesicht, Gesicht, Uhr, Statue, Filter. Das haben wir doch alles 100-mal angeguckt. Außer der Sache mit der Farbe scheint nichts passiert zu sein. So, und da bin ich der Meinung, dass das diese Zaubertinte ist, die ja dann innerhalb